Und wir sind noch lange nicht zu Ende. Wow! Robert Habeck droht uns öffentlich im Fernsehen. Wir sind noch nicht am Ende. Oder meint er, die Grüne Partei ist noch nicht am Ende? Nein, er meint, er ist noch nicht am Ende. Und das ist inzwischen langsam der gefährlichste Mann in unserem Land. Der ehemals Hundedackel Robert Habeck, der Liebling aller Schwiegermütter, wie es hieß. Er hat jetzt das große Problem vor sich, dass die Grüne Partei ihm langsam durch die Hände rieselt, wie Sand. Die Grüne Jugend hat er schon davon gejagt. Wir sind in einem Konsolidierungsprozess, der mit dem Ende von Bündnis 90 die Grünen enden könnte. Ich sage nicht muss, aber zuerst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute ein Ausschnitt aus den Tagesthemen von vorgestern Abend. Dort wurde Robert Habeck gefragt, wie es denn jetzt steht. Zurücktreten, weitermachen, durchwursteln. Und Robert Habeck hat uns hier verraten, auf was wir uns einstellen müssen. Herr Habeck, das klingt alles, als wären da viele Ideen. Allerdings ein Neuanfang, der ist in dieser Situation natürlich schwierig, in einer verfahrenen Situation. Wäre es nicht weitaus ehrlicher, auch aus der gesamten Ampelregierung auszusteigen und da einen Neuanfang zu wählen, also Neuwahlen? Ja, das finde ich das Gegenteil von ehrlich. Ich finde, man muss einen Job, den man angefangen hat, zu Ende bringen wollen. Und wir sind noch lange nicht zu Ende. Wir müssen diesen Haushalt fertig machen. Wir haben noch Gesetze, die hätten ja auch alle schon vor Jahren angegangen werden können. Jetzt doch nicht abgeschlossen. Ich werde darauf hinwirken, dass der Auftrag, der uns gegeben wurde, zu Ende gebracht wird. Also, dass diese Legislatur vernünftig zu Ende gebracht wird. Das ist eine Drohung von Robert Habeck. Den Auftrag, den man ihm gegeben hat, würde Robert Habeck beschreiben in der Transformation der deutschen Wirtschaft. Dass diese Transformation nichts anderes ist als eine Abstiegsspirale nach unten und es gibt noch eine verstärkende Abstiegsspirale dazu. Aber wer nur Kinderbücher in seinem Leben geschrieben hat und ansonsten nur Wunschträume und Luftschlösser im Kopf hat, der absolut keine Ahnung hat, was der Unterschied ist zwischen einem Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom. Ich wette, Herr Habeck könnte nicht einmal beschreiben, dass Wasserstoff als H+-Ion vorkommt und O meistens in der gesättigten Form O2. Aber wir haben es die Woche gesehen, die Tagesthemen hatten die Formel für Wasser. Statt H2O hatten sie H2O2 geschrieben. Völliger Wahnsinn, kann man da sagen. Und es gab hier ernsthaft jemanden, der hat sich an meinem Wort völligen Wahnsinn gestört. Da sage ich nur, ich störe mich auch an vielen Kommentaren unter meinem Video, wenn sie beleidigend werden und so weiter und so fort. Wo wir bei den Kommentaren sind, Links sind unter meinen Videos gesperrt in den Kommentaren, falls ihr euch manchmal wundert, warum ein Kommentar nicht auftaucht. Robert Habeck war allerdings noch nicht zu Ende, nicht nur mit uns nicht zu Ende, mit Deutschland nicht zu Ende. Nein, er hat noch was gesagt. Aber natürlich für die Partei. Für den Wahlkampf ist dieser Tag heute ein Auftragstag, ein Auftrag, nach vorne zu gehen und die eigene Leidenschaft, die eigenen Ideen noch mal klarer herauszuarbeiten und ins Schaufenster zu stellen. Die eigenen Ideen noch klarer herauszuarbeiten und ins Schaufenster zu stellen. Was denn, lieber Robert, dass das Heizungsgesetz nur ein Test war, wenn es darum geht, dass Umweltschutz konkret wird? Dass es den Grünen am Ende gar nicht um die Umwelt geht, hat Anton Hofreiter verraten. Hört zu. Es geht gar nicht um die Rettung der Umwelt oder so. Oder die Rettung des Planeten oder der Natur. Nämlich, ey, wir haben schon ganz andere Sachen erlebt für uns. Ja, also es geht um unsere Rettung. Genau, es geht um unsere Rettung. Nämlich diese Natur, die hat schon das Zerbrechen von Pangea überlegt, den Ausbruch von Supervulkanen, den Einschlag von schweren Meteoriten. Klar, dann sind Tausende von Arten ausgestorben, was für die Arten sicher nicht schön war. Es gab einige Hunderttausend oder Millionen Jahre instabile Ökosysteme und dann ging einfach das Leben weiter. Es sind Millionen von Arten neu entstanden, am Ende auch wir. Aber die Natur, der Planet hat locker 100.000 Jahre Zeit, vielleicht Millionen Jahre Zeit. Da hört ihr es. Er hat halt mal Biologie studiert, Anton Hofreiter, und hat anscheinend sogar die ein oder andere Vorlesung dann regelmäßig besucht. Denn es geht gar nicht um die Rettung der Umwelt oder die Rettung des Planeten. Der wird definitiv überleben. Es geht um unser Überleben, hat er gesagt. Und da geht es am Ende vor allem um politisches Überleben und um Geld verdienen. Klimaschutz ist Big Business, ganz einfach. Und die Leute wollen das immer nicht hören. Da muss man mal sagen,
Das Militär war die erste Institution, die angefangen hat, CO2-Konzentrationen zu messen und Messstationen zu finanzieren. Die Diskussion führt wieder am Ende zu einem langen Rattenschwanz. Das war gar nicht Teil dieses Videos. Es geht darum, dass die Grünen noch gar nicht fertig sind. Die Vorstände der Grünen Jugend treten jetzt reihenweise zurück und wollen noch eine weitere linke Organisation, eine politische Kraft bilden, anstatt dass sie einfach zur SPD gehen, die so links ist, dass sie schon die Grünen überholt haben, wollen sie jetzt hier weiter im linken politischen Spektrum kannibalisieren. Dann haben wir die Linke, das BSW, die Grünen, die SPD und jetzt neu dann die Grüne Jugend mit ihrer neuen Partei. Es wird immer diffuser, sie können sich selbst untereinander nicht mal mehr einigen. Und Robert Habeck, er hat ganz einfach Macht geleckt. Er hat sie gespürt, er hat sie gekostet, er hat sie aufgesaugt und möchte diese Macht natürlich nicht mehr missen. Er möchte sie denn lieber noch weiter ausbauen. Dafür ist er sogar bereit, Teile der Grünen Partei davon zu jagen. Wir sehen es jetzt bei den Grünen. Er möchte, dass die Realos die Fundis quasi verdrängen. Und eigentlich müsste man mal ehrlich sein, wir lösen einfach Bündnis 90 die Grünen auf. Ein Teil geht zu Linke, die anderen zur SPD und der Rest, der geht dann zur CDU. Robert Habeck bei der CDU wäre da gar nicht so verkehrt, wie das alle immer sagen. Wenn er denn nämlich Bundeskanzler werden will, geht das niemals, niemals in Deutschland mit einer grünen Partei. Da müsste er sich schon was Neues einfallen lassen. Und ob jetzt dieser Imagewandel, dieses Herausputzen der Grünen mit dem Abstoßen von ungeliebten Volksteilen oder wie nennt man das? Genossen bei den Grünen? Nee, was sind das? Antifanten wahrscheinlich. Die werden jetzt hier rausgedrängt und es besteht jetzt vor allem die Gefahr, dass sich hier eine Radikalisierung jetzt in Gang setzt, fernab einer parlamentarischen Partei, sondern im außerparlamentarischen Bereich. Und wir wissen, wie die RAF zustande gekommen ist, die Rote Armee-Fraktion, die Linksterroristen, die dieses Land mit Morden wirklich jahrelang terrorisiert haben. Es besteht die begründete Gefahr und der Verdacht, dass jetzt bei der Aufspaltung der Grünen Jugend ein Teil eben dieser Jugend in Radikalisierungsspiralen hineingerät, aus der man so leicht nicht wieder herauskommt. Und es gibt schon vermehrt Streamer aus der linken Szene, die in ihren Streams offen sagen, dass sie es zu 100% nachvollziehen können, warum sich eine RAF gebildet hat. Und wenn man schon zu 100% nachempfinden kann, warum sich Menschen zu Morden an anderen Menschen zusammengefunden haben, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis man auch zur Tat schreitet. Das ist es, was sie immer den Rechten vorwerfen. Rechte Sprache würde Gewalt fördern. Dabei ist es hier die Linke, die die Gewalt offen fordert. Sie wollen mit Steinen und mit Flaschen nach Polizisten werfen, egal aus welchem Anlass, wirklich egal aus welchem Anlass, und machen diesen Staat verächtlich. Mit der Deckung der Innenministerin Nancy Faeser wird hier ein ganzes Land terrorisiert von einer Minderheit. Es ist die Antifa und die Grüne Partei. Im Deckmantel von Demokratie, Fördergesetzen und jeglichem Schwachsinn, den sie immer nur gegen Rechtsextremismus auskübeln, da wird unter staatlicher Hand ein linksextremistisches Milieu herangebildet, was nur noch einen einzigen Schritt davor steht, einen politischen Mord zu begehen. Das ist es, was die politische Situation jetzt fordert. Wir haben politische Gewalteskalationen auf allen Seiten. Es wäre jetzt nur der konsequente, logische Schritt, wenn diese Gewalteskalation irgendwann in einem Tötungsdelikt endet. Traurig, aber Realität. Wirklich Realität. Wenn ihr das anders seht, kommentiert das doch mal unter dieses Video oder seht ihr auch die Gefahr, dass es demnächst einen politischen Toten geben wird. Welche Seite? Ich möchte mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen. Für die Linken wäre es gut, wenn es einen Linker gäbe, der tot wäre, getötet von einem Rechten, dann könnten sie ihr Opfernarrativ hochhalten. Andersherum würden es die Linken mit Sicherheit feiern, wenn es irgendwo bei den Rechten dann einen Toten gäbe. Ein wirklich makaberes Thema, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Eine Entspannung der Radikalisierung in diesem Lande ist überhaupt nicht absehbar und das hängt vor allem dann mit so Situationen wie in Thüringen zusammen, wo sie sich dann wirklich öffentlich, wirklich Minuten, Stunden teilweise anschreien und bepöbeln, anstatt dass man dann, wie es am Ende gelungen ist, in einer sachlichen Debatte
dass jeder seine Argumente vortragen kann und das wollen sie uns als Demokratie verkaufen. Schöne Demokratie in Thüringen, die man da so mit einer Minderheit, die dem Alterspräsidenten das Wort abschneidet. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Abonniert meinen Kanal, schaut mal vorbei bei der Messerinzidenz des Tages auf Messerradar, einem neuen Kanal von mir. Ansonsten schau doch mal bei Auswandern mit Kopf, wenn du die Schnauze voll hast in diesem Lande. Und damit sage ich ciao, bis bald.